Mann. Da wollte ich mein Boot, das ich gerade selber gebastelt habe, jetzt gerade durch den Regen fahren lassen. Und dann hört es genau jetzt auf zu regnen. Das Wetter spielt auch nicht mehr mit. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, denn manchmal kann sowas ja auch mächtig in die Hose gehen, beziehungsweise in die Kanalisation, wie man zum Beispiel im Film Stephen King's S sehen kann, der geremaked wurde und jetzt ab Donnerstag in den Kinos anläuft. Ihr werdet davon gehört haben, denn in den USA geht das Ding gerade total durch die Decke. Das ist der erfolgreichste Horrorfilmstart des Jahres und überhaupt der letzten Jahre. Und warum das so ist, könnt ihr euch unter anderem diesen Trailer angucken. Großvater denkt, die Stadt ist verflucht. Der Grund für all das Schlimme, das in der Stadt passiert, wäre ein Ding. Ein böses Ding. So, ich denke, ihr könnt jetzt erahnen, warum der da drüben so erfolgreich ist, wenn ihr euch das selber angucken wollt. Am Donnerstag ist das Ding, wie gesagt, in den Kinos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt das Boot nicht durchs Wasser rauschen lassen konnte, ich hatte ja schon eine andere coole Abwechslung, denn ich war letzte Woche in Hamburg. Warner Brothers hatte mich nämlich eingeladen ins Team Breakout. Die bauen nämlich in Hamburg großartige Escape Rooms und einer davon handelte von Stephen King's S. So richtig mit Killer-Clowns, mit alten Hütten und wie das da war und warum wir uns wahnsinnig erschreckt haben zum Teil, das seht ihr jetzt. Sammelt Sachen an einem Ort. Das sind so Tipps, die wir vor allen Anfängern gerne geben. Oh mein Gott! Das ist so dunkel! Das ist dunkel? Oh nee, warum ist das denn dunkel? Thank you.
So, mehr möchte ich gar nicht verraten, denn ihr wollt ja sicherlich nicht gespoilert werden. Warum ihr das nicht solltet, ist ganz einfach zu erklären, denn ihr könnt mit mir tatsächlich in diesen Escape Room gehen. Im Oktober wird es nämlich nochmal eine Aktion geben, wo unsere Community hier von Dr. Freud sich das Ganze anschauen kann, und zwar mit mir zusammen. Ich habe den zwar schon gespielt, aber ich werde dann das Ganze von außen beobachten und wir treffen uns dann in Hamburg und haben da Spaß. Dafür müsst ihr nichts anderes tun, als in den Kommentaren mir eine Frage zu beantworten, denn im Film geht es ja darum, sich den eigenen Ängsten zu stellen. Es ist ja nur so eine Kreatur, die sich von der Furcht der Kinder ernährt. Und ich würde gerne wissen, was sind denn eure Ängste so? Sagt mir doch einfach mal, wovor ihr euch am meisten fürchtet und welche Ängste ihr gerne bewältigen wolltet. Das schreibt ihr unten rein und ich suche mir dann 6 Leute aus, die dann mit mir im Oktober dahin gehen. Alle weiteren Details zum Gewinnspiel könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal nachlesen. Ich wünsche euch viel Glück und ich habe total Bock, mir diesen Escape Room nochmal zu geben. Ich wünsche euch auch viel Spaß im Kino, wenn ihr euch den angucken wollt. Ab Donnerstag ist es soweit und ich gehe jetzt gucken, ob ich noch irgendwo eine Pfütze finde, wo ich das Boot vielleicht doch noch fahren lassen kann.